Und dann direkt im Anschluss, Servus Moin Hallo zu einer Folge Chaos auf Deponia hier bei mir in Ulm, Freund. Und wir machen direkt im Anschluss weiter. Für euch ist natürlich ein Tag vergangen. Denn wir gehen jetzt mit diesem Öl zurück nach Portafisco. Genau, doch, Portafisco. Und befüllen die Turbine. Das war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der nächste Plan. Und dann ahne ich Böses. Dann ahne ich Böses. So, rein in den Tank. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Und dann nehmen wir mal erst den Dingens raus. Ah, oh, geht gar nicht. Oh, Klappe zu und dann ab geht's. Ja! Ich wusste es! Wo kommt denn dieser Gestank her? Nee, einer meiner Gesundbäume. Ich hab's gewusst. Boah, der arme Gronk, der arme Goon, da kommt die Gestankswolke da rein und wird natürlich ausgesucht. Boah, ey, das war. Duftbäume. Guck mal, schön. Weide, wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Weiden sollst du meiden, aber nicht. Genau, die guten. Guck mal, alle mit. Also jetzt haben wir Duftbäume. Was machen wir damit denn jetzt? Was machen wir jetzt mit Duftbäumen? Das weiß ich auch noch nicht. Baby-Delfine, hier einen brennenden Reifen. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Stimmt. Die sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Stimmt, durch einen brennenden Reifen springen. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los oh, geht's. Oh, nee, oder? Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Hier in die Durchreiche hängen. Ja. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen... Sie auch. Sie sollen ja... Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich. Ich meine es... Ich? Okay. Die Tante meint das nicht so. Also, alle... Ein kleinen Anreiz. Sie wär's mit ein paar Duftbäumen. Nur weil ich dafür durch einen brennenden Reifen springen würde, heißt das nicht, ich brauche okay. Bananen. Nee, der Köder. Ja. Natürlich. So kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi. Oh nee, ich ahne Böses. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Thunfischdosen. Jo, und wir holen einfach ein ganzes Planschbecken mit. Das brauchen die ja eh nicht mehr. Jo, Toni, was geht? Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Genau, zu den Delfinen. Ich habe ein paar Fragen zu... Nein, man... Okay, dann fällt... Aber... Kann ich gerne... Okay, wenn das... Wenn ich, hä, haben wir nicht alles schon durchgemacht? Achso, okay. Okay, die brauchen aber ein Unglück, dass sie lachen. Dafür müssen wir den Garlef dahin. Ja, komm. Das hatten wir alles schon. Dafür gehen wir mal nach hinten. Wir müssen den Garlef irgendwie dazu bringen, da reinzufallen. Wie zum Beispiel mit dem Planschbecken. Ja, aber noch nicht. Hier ist mein feines Gesch... Dann mit dem... Bananenschale. Das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Und alle hopp. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff.
Hey, ich brauche noch mehr. Was wollen wir noch alles machen? Bananen mit Planschbecken kombinieren. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Dann mit den Duftbäumen. Meine Sachen stinken, sie riechen nach... Upsi, da habe ich wohl mal wieder ein wenig ehrliche Arbeit geleistet. Bah, wie ekelhaft. Hä, okay, mal kurz. Den Sender und den Antenne brauchen wir für den Funkmast. Die Banane zum Ausrutschen. Planschbecken weiß ich noch nicht. Doch, das Planschbecken brauchen wir auch für den Sendemast. Da kommt das, wahrscheinlich das Öl reingelaufen. Die Tuvi-Stoße brauchen wir für die Katze vom Lotto. Wir müssen irgendwas hier hinten hinhängen, oder wie? Verstehe ich das? Dass der halt dagegen rutscht? Das sehen wir wahrscheinlich erst später. Wir brauchen wahrscheinlich noch irgendwas dafür. So, da stinkt es auch erstmal die ganze Zeit jetzt da drin. Und dann gehen wir mal zurück zum Gadget-Shop erstmal. Zurück zum schönen Schwarzmarkt. Und da füllen wir jetzt die Dose, den Napf. Komm, Kitty, komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Komm durch die Tür. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. In Deckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Genau so funktioniert das. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Nein, echt? Katze, sprechen wir mit der. Was sagt man da? Nah dran. 9 Leben und 0 Manieren. Ich will nicht mitnehmen. Okay, Klappentür. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Hey, statt die Katzenklappe. Hier, Klappentür. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Und mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Go hole, wir brauchen mal kurz deine Hilfe. Hey, go. Alles gut bei dir? Tja. Passt du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Da schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Na, nice. Das ist alles hier viel zu einfach. Wir kommen ja richtig schnell voran. Und der Rufus macht erstmal ein Luftgitarren-Solo. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Wir müssen in der Ort als erst bereiten. Ja, das habe ich nur verklickt. Weiter. Weiter geht's. So, jetzt ab in den Gadget-Shop. Jetzt müsste ja die Tür offen sein, oder? Sauber. Der ist am Schlafen, hat aber Bewegungssensor oder was? Hallo, Mister. Nee, hat gar nichts. Bananenkrümmerer. Hehe, sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Haben wir jetzt eine gerade Banane? Eine gerade Banane. Können wir noch eine holen? Rätsel, der Rest sollte jetzt. Okay. Dann vielleicht können wir sonst noch hier irgendwas holen, den Schredderer. Bananenschredder. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren. Das heißt aber noch. Den Funkmast. Die Dingens, die Duftbäume, Planschbecken, Banane. Okay. Es gibt keinen Sinn. Lottomat.
Hallo, aufwachen. Shoppomat. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Aber der hat doch so einen Sensor oder etwas. Ist das kein Sensor? Egal, benutzen wir mal Lottomat. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Müssen wir erst vom Blitz getroffen werden, oder was? Lotto spielen hat niemand braucht. Ich meine, wir werden ja schon mit Angaben vom Blitz getroffen. Lotto spielen an braucht. Lotto an. Lotto an. Vielleicht kriegen wir irgendwann jemanden einen Sieg daraus. Nein. Lotto spielen hat nicht. Lotto. 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 Okay. Ich glaube, das wird nichts. Wenn jetzt nochmal Burp kommt, dann gehen wir. Okay. Das bringt nichts. Wir müssen irgendwas da anderes machen. Wir müssen wahrscheinlich erst das Masträtsel lösen und dann haben wir das Glück dann doch zum Lotto spielen. Dafür gehen wir dann aber jetzt erstmal zurück. Der Kradenbanane. Können wir vielleicht. Rutscht der Kerl vielleicht mit der Kradenbanane anders? Nee, wir gehen doch mal zu Porta Fisco. Das will ich kurz schnell ausprobieren. Und wenn das dann, wenn er jetzt die verbraucht, dann gehen wir doch nochmal zurück. Ich könnte mir dem vielleicht eine Kradenbanane geben. Du siehst Hunger. Aber ich könnte. Wie? Du kannst eben Penner. Was? Anfänger. Okay, gut, das ist auch dasselbe Gespräch. Vielleicht müssen wir auch die gerade Banane dem den Wahrsager wieder zurückgeben. Wieso können wir eigentlich hier rübergehen? Hier in diese Ecke. Das bringt doch nichts. So, nach hinten. Und dann eine gerade Banane mit dem Gulli. Ja, das wird die. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Ich bin blind. Ich bin blind. Yay, wir haben es geschafft. Der Delfin scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Aber wieso war das denn jetzt... Also warum geht der denn anders, wenn wir nur eine gerade Banane da hinlegen? Naja, die Delfine sind glücklich. Das ist doch das Wichtigste. Und da soll mal einer sagen, dass wir hier nicht für Ergebnisse sorgen. Und? Wie... Ich habe ein... Nein, man... Okay, aber... Ich brauche die... Öffne einfach die Schleuse, wenn du soweit bist. Aber vergiss nicht, dass sie noch ihre Ausrüstung brauchen. Ja, yeah, okay. Ich muss dich an... Die Schleuse ist anscheinend... Ich wollte... Ich dachte... Da... Ja. Nope. Nein, nein, das kennen wir schon alles. Dann machen wir mal die Schleuse auf. Ah, jetzt sind wahrscheinlich die, dann sind die draußen, ne? Komm, Fischi, Fischi. Was soll das denn? Na, was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da. Wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. So, sehr schön. Jetzt haben wir die wahrscheinlich hier draußen. Ja. So, helfen. Ich kann ihn auch spät. Jetzt sollte ich. Mann, ist das hier laut. Machen wir erstmal den Knopf hier wieder zu, ey. So. Den können wir wahrscheinlich nichts machen. Ich kann ihn auch spät. Jetzt so. Können wir eigentlich den Stromkehrer wieder rausholen jetzt, wo wir den immer brauchen? Können wir den vielleicht hinten noch gebrauchen? Nee, gell, können wir nicht machen. Schade.
Jetzt nieder am Quaxeln, ey. So, dann gehen wir jetzt mal mit allem, was wir haben, zu dem Funkmast. Und agieren da weiter. Denn da müssen wir auch noch einiges kombinieren. Wir kommen aber gut voran, muss ich sagen. In den letzten beiden Folgen, oder letzten drei Folgen sogar, müsste ja über die eine Folge war halt viel zu reden, haben wir eigentlich kontinuierlich alles gemacht. So, ich wette mit dir, Planschbecken hier hin. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Wusste ich doch. So, jetzt pumpen wir da einmal Öl rein. Na super, aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Und jetzt hier, Gold, kriegst du mal den Schirm. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Ich soll mich mitten in einem Gewitter in einen Kübel Wasser stellen? Ja, bitte. Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Für wie? Okay, Plan. Warte mal, du schaltest mich jetzt aber nicht um und fragst mein naives alter Ego, oder? Aber Goal, wer würde denn sowas tun? Ich warne dich. Oh. Nein, warte. Du ignorierst Warnungen. Ich warne dich nicht, okay? Zu spät. Mist. Da haben wir noch gar nicht gedacht, die umzuschalten, die Goal. Das habe ich schon nirgendwo gemacht. Baby Goal! Was soll das denn? Baby Goal! Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Baby Goal! So, hier, Baby Goal, kriegst du mal einen Schirm. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Okay. Und jetzt gehe ich hier oben und mach den Dings fest. Wahrscheinlich werden wir trotzdem noch getroffen. Ja, das war so klar. Aua. Ich fäll schon ein paar Duftbäume. Jetzt müssten wir irgendwie diese Duftbäume über deinem Kopf befestigen. Etwa so. Ui, wie schön! Wie grillt Donnerstag Baumschmuck? Und was soll das jetzt bringen? Vielleicht jetzt mit dem Funkmast? Na, ist doch klar, Mann. Was? Aua. Alles gut bei dir. Alles super. Ich kann dir gar nichts. Glaub mir, du wirst noch viel gespannt. Ui, wie es wird eine elektrisierende Erfahrung für dich. Ich freue mich so. Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Wie war das? Das, vergiss es einfach. Komm erstmal hier, warte kurz. Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber... selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Komm erst mal wieder runter. Okidok. Ja, aber wollen wir das nicht machen? Komm, wir gehen mal rein. Haben wir noch den Schirm jetzt da? Nee. Hey, alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ich wette mit dir, wir müssen das machen und die Gold muss da oben hochklettern und dann werden wir trotzdem vom Blitz getroffen. Ganz schön gewitterig hier, was? Oh ja, wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldi-bubbeldi-wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-schnupp? Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schaue dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Schritt 1, rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen.
Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein, du Armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Genau. Genau. Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter... Ach, du willst die doch nur beim... Ihr kennt doch jedes Kind. Ich kenne sie ja auch. Aber ich fühle mich... Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, das ist so... Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch. Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Müssen wir erst im Lotto gewinnen? Okay, wir müssen erst im Lotto gewinnen. Aber wie gewinnen wir denn im Lotto? Wie gewinnen wir denn im Lotto? Dafür hat Doc Fauler. Na, dann. Ich meine, wir werden ja schon ganz gegen Blitz getroffen. Das heißt, wahrscheinlicher Lotto zu gewinnen. Hä? Aua. Okay, zum ersten Mal stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Ich gehe einfach mal zurück. Wir müssen wahrscheinlich noch irgendwas vorher machen. Wir haben jetzt die Delfine. Die brauchen wir mit der OP-Ressourcen, die können wir beim Lotto gewinnen. Dann, was haben wir halt noch? Wir haben halt echt nur noch Bananen und den Sender. Was können wir mit den Bananen machen? Ich rede nochmal, nee, wir gehen jetzt mal hier noch mit Gold zu allen, Stellen. Wasserhahn. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der... Nordpol-Schild. Das Schild ist größer. Aus Radar schwimmt der Schwarzmarkt. Der hat doch einen Fisch gefangen. Hab ich genau gesehen. Na du? Verschwinde, ich will. Na los? Erst wenn. Na los? Erst wenn. Das. Okay. Irgendwas mit Lottoautomaten müssen wir schaffen. Wieso gewinnen wir dort nicht? Dafür brauche ich keine. Ich brauche Leben und mein Lotto spielen hat. Man braucht nur. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Lotto spielen ein unfehlbares hat System. Braucht... Was müssen wir mit den Lottoautomaten machen? Was müssen wir mit dem machen? Nee, das funktioniert nicht. Wir können noch genug drauf drücken. Mit den Bananen. Nee. Können wir vielleicht noch eine Banane entkrümmen? Mal schon kurz ausprobieren. Können wir vielleicht noch eine Banane entkrümmen? Tatsächlich. Hehe, Sau, das war jetzt. Dann gerade Banane dafür hier. Brauche ich. Nee. Eine geraden Banane. Eine geraden Banane. Wozu? Sie hat sich. Wozu? Nee, mit der Wozu? Katze können wir nichts machen. Reden wir mal mit der Goal. Die hat hier wahrscheinlich nochmal andere Optionen zum Reden. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Hey. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ein paar Tipps auf den Unterarm gekritzelt. Okay, hier können wir nichts machen, außer auf diesen Knopf drücken. Schon mal merken. Können wir mit den Leuten nochmal reden? Hier, mit Doc vielleicht. Ah, gibt es schon. Ich arbeite. Da kann ich nicht. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem. Ich esse jedes da ist. Und macht mehr.
Okay. Dann gehen wir halt doch mal zu Porta Fisco. Wahrscheinlich zum Wahrsager nochmal irgendwie, der. Ach, der uns die Lottozahl voraussagt, natürlich. Hey, Goal, alles gut bei. Und ist es nicht wunderbar? Oh, naja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Hey, warum denn so frech? Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ui, wie süß! Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? Soweit bin ich noch nicht. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Juhu! Sag uns die Lottozahlen, sag uns die Lottozahlen. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Die Lottozahlen. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Oh, wie süß. Dann werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Immer dieses Umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Okay, dann noch das Letzte. Werden wir es all hier überleben? Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh jemine! Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Was eine Antwort. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein.
Ich sehe. Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Ja, wahrscheinlich. Oder es gibt einfach nichts zu zeigen. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Hier werden wir reich sein. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Ja, dann, ja gut. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Wir müssen irgendwas machen jetzt. Haben wir einen Sticker? Gerade Banane. Goal? Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Mit dem Typen reden? Ich glaub's dir ja. Wir brauchen einen Sticker. Lass uns weitermachen. Gern. Wir brauchen einen Sticker. Das ist doch alles, ich fürchte, hier. Aber wir haben ja nichts. Können wir jetzt Goal umschalten? Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Und dann machen wir hier mitten im Gespräch die Ende der Folge. Wie es weitergehen wird, seht ihr dann in einer nächsten Folge Chaos auf Deponia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.